Ja, liebe Zuschauer von Avia TV, wenn ich vor Ort bin, dann gibt es grundsätzlich ein Interview mit Stefan Kraft, sofern er mitspielt. Und er spielt meistens mit. Krafti, alles im grünen Bereich? Ja, auf jeden Fall. Hier sowieso du grün. Na, alles bestens. Super reingestartet in die Saison. Also es läuft schon wieder sehr gut und deswegen alles im grünen Bereich. Ich finde, jetzt hast du ein bisschen übertrieben. Also wenn der Kraft mit den Eingangsleistungen die ganze Saison durchspringt, dann ist er nicht zufrieden. Puh, wenn ich jetzt zweite Wochenende am Stockerl bin, dann auf jeden Fall. Siege müssen passieren, wollten ja nicht sein. Einmal selbst ein bisschen zu ungeduldig gewesen, einmal zwei Punkte gefehlt, einmal einfach zu starke Deutsche gewesen. Also es hat nicht viel gefehlt. Es schaut vielleicht jetzt mit zweimal Dritter, Vierter, da fehlt es nicht weit. Und von dem her muss ein Sieg passieren und da werde ich jetzt akribisch weiterarbeiten, dass es bald funktioniert. Kennst du Ray Charles? Nein. Nee, das ist ein Soul-Sänger und der hat gesagt, ich wollte nie der Größte sein. Es hat mir immer gereicht, wenn ich Erster bin. Und so schätze ich den Kraft eigentlich auch ein, zumindest nach dem letzten Jahr. Ja, es ist nur nicht immer möglich, dass man immer ganz oben steht. Die anderen trainieren auch hart, die geben mein Bestes. Und ja, ich habe sehr gut angefangen in Wiesler, Kusamo. Da natürlich war so ein blöder Sprung, gibt da einen kleinen Knick. Bis zu 13. und das haben wir jetzt auch wieder aufgebaut. Nischni war wieder sehr gut, bin immer wieder besser in Schwung gekommen. Und ich bin sehr optimistisch, dass es jetzt die nächsten Wochen immer wieder besser und besser wird. Stefan, ist die Spitze noch ausgeglichener geworden? Ja, also man sieht das, wenn man einen kleinen Fehler macht bei einem Trainingssprung oder irgendwo, ist man gleich mal nicht mehr unter die 30. Das ist echt, das geht ruckzuck. Man muss im Wettkampf seine Sachen beieinander haben, seine Leistung bringen, sonst ist man irgendwo. Das geht extrem schnell. Was jetzt die Teamwettbewerbe angeht, der Einstieg war ja so schlecht nicht, aber es gibt natürlich ein paar Probleme und alles kann der Stefan Kraft auch nicht rausspringen, ne? Ja, Teamspringen haben uns die letzten Jahre immer schon ein bisschen schwieriger. Also die Deutschen, Norweger, Polen, die sind da richtig, haben einfach echt vier sehr starke Springer, die immer in die Top Ten springen können. Mehr zwei, drei im Moment. Und ja, der Huber Dan hat schon mal gesagt, dass es kann nicht sein. Der Eige ist stabil, aber leider noch nicht ganz stabil, ganz vorn. Und uns fehlt halt ein starker vierter Mann. Und für ein Teamspringen brauchst du mittlerweile vier Top Ten Springer, sonst hast du kein Leihwahl mehr. Aber ja, ich hoffe, dass wir das bis zur Skiflug, wenn wir in Olympia in den Griff kriegen und dass wir da um Gold auch mitkämpfen können. Dein Spezi, der Micha Heiböck, hat zu mir gesagt, ich bin jetzt nicht in der besten Verfassung, ich kann so schlecht schlafen. Der Krafti, der macht immer so viel Lärm in der Nacht. Nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Da hast du mit einem anderen geredet, nicht mit dem Michi. Naja, ich habe einfach mal den Pfeil abgeschossen, hätte ja sein können, dass er trifft hier. Privat alles ausgeglichen. Deine Freundin, die ist eigentlich schon fertig, ne? Die ist doch Krankenschwester, oder? Die ist in Salzburg Krankenschwester, ja. Genau. Na, wenn was passiert, hast du ja im Haus. Kann ja nichts passieren. Ich hoffe nicht, dass ich es brauche, aber ja. Wenn es wäre, dann bin ich in bester Hand. So, hat deine Frau Freundin, hat die bei der Oma kochen gelernt? Die hat das in der Schule gelernt. Die ist in die Tourismusschule gegangen. Da lernt man auch anders gut kochen. Also mir geht es blendend. Also du fällst da nicht in ein tiefes Loch, weil ich weiß, es ist ja immer ein Thema, die Oma hat ja sensationell gekocht, ne? Ja, welche Oma kocht nicht sensationell? Ich glaube, also die Omas Küche kennt jeder. Muss auch sagen, die Mama kocht auch gut, die regt sie immer auf, wenn du immer von der Oma redst. Die kann das auch. Hat sich die Mama schon beschwert? Ja, sicher. Ah, ja. Mama, entschuldige ja, bitte, natürlich. Du bist auch die beste Köchin hier, wenn die Oma nicht da ist. Ne? Können wir so machen. Ich kann mich schon selbst da verpflegen, also so ist es nicht. Also du bist ein hervorragender Wasserkocher. Ja, sagen wir es ja. Kannst du wirklich kochen? Na, sicher. Ja, was zum Beispiel? Ja, alles, Lasagne. Nee. Risotto, ein Cordon Bleu, kriege ich alles hin. Koch gern. Isst du das auch selber? Denn, ja, sicher. Ja, aber mein Gott, hier, du nimmst ja keinen Gramm zu. Also so gut kann deine Küche nicht sein. Ja, ich trainiere viel. Gut. Viel essen. Okay. So, die Wohnung, die du hast, die hast du gekauft in der Nähe von Salzburg. Ne? Das heißt also zum Trainingszentrum Katzensprung, oder? Ja, jetzt sind 15 Minuten mit dem Rad. Also das ist genial. Also ich fühle mich da jetzt richtig wohl. Zum Flughafen fahre ich nur 20 Minuten. Also mir geht's
dort jetzt echt blenden, muss ich sagen. Also ich habe doch noch mal mehr Ruhe für mich selbst, mehr Freizeit, mehr Regeneration und das taugt mir sehr. Du, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich heute zu einer ganz besonderen Ehre komme. Weißt du auch welche? Na gut, ich will dich nicht auf die Folter spannen. Du bist der Skikönig. Der Skikönig des letzten Winters. Ein anderer kam auch gar nicht in Frage. Ich kann mir da gar nicht vorstellen, dass irgendwie ein anderer die eine Chance hat, dich da zu schlagen. Und ich hätte die Laudatio halten dürfen. Ja, oh. Ja. Ja, jetzt haben sie leider abgesagt, leider jetzt verschoben. Jetzt haben sie leider abgesagt und haben gesagt, das machen wir bei der Tournee. Ja, genau. So. Und du meinst, ich kann trotzdem eine halten vom Spiegel oder was? Na, für mich. Ja, das mache ich doch liebend gern. Du, ich habe mich danach gedrängelt, weil du so ein netter Kerl bist. Kannst du dich entsinnen an unsere Talkshow in Berlin? Auf jeden Fall, sicher. Du, die Leute waren sowas von angetan und die haben anschließend gesagt, was ich dort gemacht hätte. Weil du, der Michi und der Freitag, ja. Ihr wart so gut und ich musste dann sagen, du bist leider schon vergeben. Ja. Okay, leider. Gut, kommen wir zum Schluss. Stefan, Saisonziele. Nach dem, was im letzten Winter über die Bühne gegangen ist, bleibt ja nur der Olympiasieg übrig. Viele Ziele, aber natürlich Olympia steckt ganz oben. Da eine Medaille gewinnen ist das große Ziel, steckt ganz oben. Pyeongchang hat mir letztes Jahr schon sehr gut Tag. Und ja, sage ich offen und ehrlich, da will ich eine Medaille gewinnen. Naja, alles andere wäre auch die pure Tiefstapelei. Ein Kraft muss so hoch anreizen. Ich jetzt einfach. Ja, dann sicher, man will fahrt dahin, um Medaillen zu gewinnen, werden wir top vorbereiten und nachher ein paar Mal gescheit runtersegeln. Hast du ein bisschen Angst, dass da was passieren könnte, politisch? Nein. Gar nicht. Wir haben eine Mail gekriegt, dass Sicherheit vorherrschen wird und da vertraue ich. Ich glaube, wir sind da gut, unter guter Beobachtung, das wird klappen. Alles klar. Ich wünsche dir weiter dein sonniges Gemüt, bleib gesund, fall nicht auf die Nase und dann wird der Kraft voller Kraft den Winter bestreiten. Perfekt, das klingt gut. Danke. Ich danke dir. Dankeschön.